Hallo liebe Vorgamer, schön, dass ihr vorbeischaut und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Strategic Command. Wir spielen War in the Pacific und befinden uns mitten zu Beginn des Pazifikkrieges. In der letzten Folge hatten wir alle unsere Aktionen abgeschlossen, sodass wir auch gleich auf den roten Knopf drücken können, um die KI-Phase auszulösen. General Hutton trifft in Mandalay ein, sehr schön. Da ist er. Und es gibt Verstärkungen in Australien, eine amerikanische Ari. Und es gibt Achsenüberfallangriffe auf unsere Konvoiroute von den USA in Richtung China. Und Chester W. Nimitz wird zum Admiral befördert und zum Oberbefehlshaber der US-Pazifikflotte ernannt. Okay, Ernest J. King wird zum Oberbefehlshaber der US-Flotte ernannt. Wissenschaftler berichten über Fortschritte bei der U-Boot-Jagdentwicklung. Nehmen wir gerne mit. Dann Industrietechnologie bei den Nationalchinesen. Luftabwehrwaffen bei den kommunistischen Chinesen, bei Mao. Und es gibt Einkommen. 194 für die Briten. 233 mit den Amerikanern. 32, 267. Ja, das kommunistische China mit den 2 MPP, das ist natürlich schon echt bitter. Und die Australier bekommen diesmal auch nur 30 MPP durch die, im Wesentlichen beeinträchtigt durch die Gründung der New Guinea Volunteer Rifles. Okay, die Versorgung wird berechnet. Es geht auf den Philippinen weiter. Die Japaner attackieren Manila. Verlegungen in China. Bin mal gespannt, ob die Philippinen noch weiter aushalten werden. Oh. Feindkontakt. Das Motortorpedoboot ist nicht sonderlich kampfkräftig, zieht sich aber erfreulicherweise in den Hafen zurück. Also ich bin tatsächlich mal gespannt, ob wir die Philippinen in dieser Runde noch weitersehen werden oder was vor Singapur passiert. Und wir sehen einen japanischen Zerstörer im Korallenmeer. Sind relativ zügig hier unten angekommen, die Japaner. Das bereitet mir gerade ein wenig Kopfzerbrechen. Ich hoffe mal nicht, dass es hier schon zu Landung kommt. Es geht in Südchina los und wir springen in Richtung Burma. Aber hier sind unsere Flying Tigers unterwegs und fliegen Abfangflüge. Wir machen auch ganz ordentlich Schaden bei den japanischen Bomber und Jäger. Hier sind wir aber gut verschanzt. Okay. Noch hält die Garnison aus. Ja, und es geht in Richtung Singapur. Ein weiterer Zerstörer der Japaner wird entdeckt. Und US Marines mobilisieren in Pearl Harbor. Sehr schön. Partisanaktivitäten in China, das nehmen wir gerne mit, da dadurch die Versorgung der Japaner beeinträchtigt wird. Okay, das sind die bereits bekannten Nachrichten. Und es gibt Verstärkungen. Eine weitere Garnison in Neuseeland. Auch die nehmen wir gerne mit. Gut, dann schauen wir mal, was passiert ist. Ach, wenn wir schon in China sind, dann können wir hier auch gucken. Ja, hier ist eine Armee aufgetaucht, aber so wirklich haben die Japaner noch keinen Zug in Richtung Westen. Vielleicht machen sie sich über das schlechte Wetter Gedanken. Aber man sieht auch schon, dass sie hier die Infanteriewaffen 1 haben. Also insofern bin ich mal sehr gespannt, wie unsere Einheiten aushalten werden. Wir haben zwar gutes Gelände, aber uns fehlen die Infanteriewaffen. Nun ist ein Panzer aufgetaucht. Ja, und so ein Angriff gegen die Befestigung, hier haben wir eine gute Versorgung, da können wir auch dann immer wieder relativ schnell die Verluste ausgleichen, das passt schon. Gehen wir mal in Richtung Burma. Ja, und hier halten wir ganz gut. Die Garnison hat sich jetzt eine weitere Runde über gut geschlagen, sie ist nach wie vor im Spiel. Und wir werden jetzt auch die chinesischen Armeen per Eisenbahntransport, zumindest mal die erste Armee, in Richtung Rangoon verlegen können. Und Singapur hält aus. Besser können es gar nicht laufen. Jede Runde, die wir die Japaner hier blockieren, können sie nicht weiter in Richtung Südosten vorstoßen. Und tatsächlich hat Manila auch eine weitere Runde ausgehalten.
Ein wenig Kopfzerbrechen bereitet mir hier der japanische Zerstörer. Der könnte natürlich die Vorhut für weitere Landungsoperationen im Bereich Rabaul sein und auch im Bereich Kukum sein. Das wären natürlich auch noch Städte, die ich gerne irgendwie in unserer Hand behalten würde. Schauen wir mal, wie sich das weiterentwickelt. Gut, aber wirklich dramatisch das ist bisher hierher nicht passiert. Ich mache mir jetzt in Ruhe meine Gedanken und wir sehen uns dann gleich wieder. Bevor wir wie gewohnt mit den Briten loslegen, werden wir zunächst einmal unsere neu hinzugewonnene Einheit positionieren. Wir hatten ja eine neuseeländische Garnison erhalten und die muss natürlich auch in die Hauptstadt Wellington hinein. Ja, und dann springen wir auch schon in Richtung Großbritannien. Die Briten sind ja im Wesentlichen im westlichen Teil der Karte konzentriert, also im Bereich Indien und Ceylon. Aber wir fangen mal direkt in Singapur an. Bevor wir das tun, geben wir schon mal Geld für die Forschung aus, denn die Briten sollen erneut forschen und zwar kaufen wir uns die Luftabwehrwaffen. Sehr gut. Ja. Dieses britische Korps in Singapur hält nach wie vor ganz tapfer aus. Wir werden es dann auch nochmal verstärken, in der Hoffnung, dass wir hier vielleicht doch noch eine weitere Runde stehen bleiben. Ich hatte es bereits in der letzten Folge gesagt, ein Verlegen dieses Korps macht keinen Sinn, da es streng genommen zu britischem Malaya gehört. Und wenn dann die Hauptstadt von britischem Malaya fällt, das ist ja Singapur, dann wird eben wahrscheinlich dieses Korps auch verschwinden. Und insofern macht das Aushalten an dieser Stelle natürlich dann doch eine ganze Menge Sinn. Ja, das bringt uns schon in Richtung Burma. Und auch hier bin ich sehr erfreut und erstaunt darüber, wie gut wir aushalten. Die soeben verstärkte Garnison hat mittlerweile 2 Runden lang überlebt. Und ich finde, das ist doch schon mal ganz ordentlich für so eine Garnison. Insbesondere, wenn man sich mal die Stärke der angreifenden Einheiten ansieht, ist immerhin mal ein Panzer und wir haben hier auch noch ein thailändisches Korps. Gut, unsere Flying Tigers machen ihren Job gut, daher werden wir sie auch natürlich verstärken, damit sie auch in der nächsten Runde weiter fliegen können. Auch das britische Jagdflugzeug wird jetzt Schritt für Schritt auf Vordermann gebracht. Zum ersten einmal die komplette Verstärkung und in der nächsten Runde wird es dann die entsprechenden Upgrades geben. Und erfreulicherweise sind wir in der Position, diese chinesische Armee zu verlegen bzw. verlegen zu können. Und wir bringen sie natürlich an die burmesische Hauptstadt Rangoon heran. Das Hauptquartier bringen wir mal in eine passige Position, dass wir es dann in der nächsten Runde ebenfalls verlegen können. Und ja, wir kommen leider von der Versorgung hier noch nicht so wirklich hoch. Das heißt, bevor die zweite chinesische Armee dann auch bei Rangoon eintreffen wird, wird es wohl noch 2 Runden dauern. Aber wir können zumindest mal das Hauptquartier in der nächsten Runde per Eisenbahn transportieren. Gut. Dann können wir noch einige restliche Verstärkungen durchführen. Den Zerstörer bringen wir mal auf Vordermann. Und wir werden auch den Schlachtkreuzer mal so weit verstärken, wie es geht. Das dürfte genau ein Punkt sein. Und damit sind wir auf dem Wert von 5. Es bleibt ein Rest von 9 übrig. Das hatte ich auch so weit vorausberechnet. Ja, also die Briten werden ja jetzt noch einige Bodentruppen bekommen, einige Verstärkungen. Das waren 2 Korps und ein Panzer. Ein leichter Panzer, muss man korrekterweise sagen. Wir hatten diesen Hinweis ja ganz zu Beginn der Partie in einem strategischen Rat erhalten. Und diese neuen Einheiten werden dann alle nach Ceylon kommen. Und das ist natürlich schön, dass wir jetzt den Zerstörer auf Vordermann gebracht haben, der dann Seeweg in Richtung Burma scouten kann. Denn das ist ja das vordringliche Einsatzziel der neu hinzukommenden Einheiten. Gut, dann werden wir mal unseren üblichen Ablauf etwas durchbrechen und nicht mit den Amerikanern weitermachen, sondern mit den Sowjets. Sie verfügen über 136 MPP. Das reicht noch nicht aus für die nächste Technologie. Da müssen wir exakt noch eine Runde warten. Aber wir können natürlich weiter vormarschieren und das tun wir an dieser Stelle auch mal. Die Armee geht vor. Die Skor bewegt sich vor und auch diese Einheit geht in die Stadt hinein. Ja, und Ziel ist es jetzt letztendlich mit dem Korps hier diese Anmarschwege, die Straßen- und Eisenbahnlinien in Richtung Sowjetunion zu besetzen. Hier haben wir lediglich eine Straße. Im südlichen Bereich haben wir auch den Anmarschweg zugestellt. Und die Armee, die hier sich im nördlichen Bereich befindet, wird jetzt schön zu Fuß weiter in Richtung Süden durchmarschieren
um das letzte Feld, das letzte Befestigungsfeld vor Vladivostok in Besitz zu nehmen. Gut, dann sind wir mit den Sowjets auch soweit durch und wir können kurz ein Wort zu den Männern Maos verlieren, zu den kommunistischen Chinesen. Sie sind nach wie vor nicht im Krieg, haben nur 49 MPP zur Verfügung. Das reicht noch nicht für die nächste Technologie. Und insofern können wir sie erstmal und müssen wir sie erstmal unbehandelt lassen. Dann machen wir gleich mit den Nationalchinesen weiter. Wir beginnen mal im Süden. General Stillwell wird so weit vormarschieren, wie er kann. Dann schauen wir mal, welche Einheiten wir unterstellen können. Und das ist tatsächlich dann doch ein ganz großer Schwung. So. Also im Prinzip haben wir damit den gesamten südlichen Teil unterstellt. Und auch das zweite Hauptquartier unter Kommando von Shue hat ebenfalls entsprechende Einheiten unterstellt bekommen. Das sieht alles ganz ordentlich aus. Wir verstärken diese Armee. So, das ist die Frage, wir haben hier doch schon einen Anmarsch von zwei starken japanischen Armeen, auch abgegradet mit den Infanteriewaffen 1. Ich denke, da müssten wir auf jeden Fall mit zwei Armeen gegenhalten. Hechi zu besetzen macht sicherlich eine Menge Sinn. Und wir bringen auch mal dieses Korps heran, um einfach eine Position in der Flanke zu erreichen. Ach, und wir haben hier unten auch ein Flugzeug aufgedeckt. Mal sehen, vielleicht kommen wir sogar mit dem Korps an das Flugzeug heran. Das wäre ja nochmal eine ganz nette Aktion. Ja. Gut. Durch das Wegziehen des Korps ist genau dieses Feld frei geworden. Und damit kommen wir mit der 8. Armee hinein. Die stand ja zuvor in Fuzhou. Fuzhou hatten wir ja freigezogen. Das Feld hat auch eine gute Versorgung. Dort bekommen wir die Armee in der nächsten Runde auf die volle Stärke. Das passt auch soweit. Ja, und ansonsten stehen wir hier in einer schönen, geschlossenen Formation. Die Armee wird wahrscheinlich sogar in dieses Gebirgsfeld noch hineingehen. Also das gefällt mir alles in allem schon recht gut. Und tatsächlich machen die Japaner nicht so wirklich Druck auf unsere südchinesische Front. Gut. Ja, das Korps hatten wir ja in der letzten Runde mit der Armee ausgetauscht. Wir werfen es mal so weit, wie es geht, in Richtung Westen, damit wir dann letztendlich auch diese Rebellen unter Kontrolle bekommen. Die chinesischen Warlords, die sich so standhaft unserer Sache verweigern. Hier tauschen wir die Armee mit dem Korps aus, um die Verschanzung zu behalten. Durch das Austauschen verliert man lediglich einen Punkt an Verschanzung. Ja, und das sieht aber auch gut aus. Also ich meine, dass hier jetzt eine Armee und eine Kavalleriedivision vor der kommunistischen Basis aufgetaucht ist, das stört mich nicht weiter. Solange sie also nicht in Richtung Luoyang vormarschieren oder Xi'an mit dem Endziel Xi'an, ist das alles für uns erstmal eine ganz angenehme und beherrschbare Situation. Gut, dann sind wir mit den Chinesen, Briten und Sowjets soweit durch und ich schaue mir noch die Amerikaner und Australier an. Entschuldigung, ich schaue gerade mit einem Auge schielig auf den MPP-Stand der Nationalchinesen und sehe gerade, dass wir zwei Sachen nämlich nicht gemacht haben. Ich wollte noch zwei Forschungen mit den Nationalchinesen anstoßen. Und zwar hatte ich mir einmal die Produktionstechnologie ausgesucht und es sollte für die Luftabwehrwaffen auch noch genügend da sein, sodass wir dann herunter sind auf 9. Und das passt zwar jetzt nicht zu meinen Vorausberechnungen, da muss ich mal schauen, wo dort eine Diskrepanz ist. Aber das schaue ich mir gerade nochmal in Ruhe an. Ja, dann machen wir jetzt mit den Amerikanern als nächstes weiter. So, und weiter geht's mit den Amerikanern und den Australiern. Ich habe mir für die Amerikaner eine recht riskante Operation überlegt, halte es aber alles in allem für ein kalkuliertes Risiko. Kurz noch zur Erklärung, wo eben mein Fehler mit den MPP lag. Wir hatten ja die Flying Tigers verstärkt und die Kosten werden bei den Nationalchinesen abgezogen und ich hatte sie fälschlicherweise den Amerikanern zugerechnet, war also ein kleines Verständnisproblem. Gut, welche Operation planen wir jetzt mit den Amerikanern? Also, wir haben den ersten japanischen Zerstörer im Korallenmeer entdeckt und wir können davon ausgehen, dass die Invasion des Bismarck-Archipels und der Salomonen jetzt mehr oder weniger kurzfristig bevorsteht. Und das sind natürlich zwei Regionen, die wir ungeheuer gerne verteidigen möchten,
Und da bekommen wir dummerweise nur zwei Einheiten hingezogen. Und das sind die beiden amerikanischen Spezialkräfte, die uns zur Verfügung stehen. Die eine Einheit befindet sich auf diesem Transporter und die zweite Einheit befindet sich noch hier auf der Insel Oahu. Ja. Und diese beiden Einheiten wollen wir jetzt auf Transporter verlegen bzw. weiter bewegen in Richtung der Salomonen und des Bismarck-Archipels. Das Problem ist, dass wir für diese beiden Einheiten keinen richtigen Konvoi organisiert bekommen, sodass sie am Ende ihres Zuges ja ziemlich einsam und verlassen in der großen Seefläche stehen, und das ist natürlich ein gewisses Risiko. Aber wir müssen das Risiko auch mal ein Stück weit bewerten. Also ich glaube tatsächlich nicht, dass sich japanische Marineeinheiten so weit im Osten befinden. Ich vermute mal, dass sie sich mehr im Bereich der Philippinen, Burmas oder meinetwegen auch niederländisch-Indiens befinden. Also ich glaube nicht, dass sich Marineeinheiten im Osten befinden. Dann gibt es eine letzte Bedrohung, die hier sein könnte, und zwar hier auf den Gilbert-Inseln. Wir haben die Insel Tarawa oder den Flugplatz Tarawa, und diese Insel befindet sich in japanischer Hand. Naja, und wenn sich auf dem Flughafen ein Marinebomber befindet, dann könnte das sehr, sehr unangenehm für uns werden. Insofern müssen wir eine notwendige oder die passende Distanz zu der Insel einhalten, sodass wir durch den Marinebomber dann nicht mehr zu erreichen sind. Gut, dann starten wir aber einmal nichtsdestotrotz mit unseren Bewegungen auf den Philippinen. Das Korps in Manila können wir leider nicht verstärken, aber wir versuchen mal unser Motortorpedoboot in Sicherheit zu bringen und kommen hier schon mal wohlbehalten an. Gut. Ja, wir müssen auch die Verteidigung Neuguineas organisieren. Das Land Neuguinea wird also spieltechnisch Australien zugeschlagen, und ich möchte also jetzt unsere australischen Spezialkräfte in Richtung Port Moresby verlegen, denn diese Stadt ist für uns die wichtigste Stadt im Bereich des Korallenmeers. Wir werden einmal ein wenig Seeweg mit unserem leichten Kreuzer hier freiscouten, um unsere Garnison, die sich auf diesem Transporter befindet, bewegen zu können, laufen mit ihr in Finschhafen ein und besetzen die Stadt Lae. Ja. Und dann verlegen wir den leichten Kreuzer auch in einen australischen Hafen. Das hat schon mal gut funktioniert. Dann scouten wir weiteren Seeweg mit dem schweren Kreuzer. Ja. Und laufen auch in einen Hafen ein. Das sieht schon mal alles gut aus. Port Moresby muss freigezogen werden, damit wir etwas Platz für unsere australischen Spezialkräfte schaffen. Transporter. Modus kreuzen. Ja. Und Port Moresby wird besetzt. Ja, und ich finde, dass wir jetzt für Neuguinea schon eine recht schöne Verteidigung aufgebaut haben. Also eine Invasion der Japaner wird, denke ich, schon relativ schwer für sie werden. Was haben wir noch? Wir haben hier unten eine Ari, eine amerikanische Ari erhalten, die wir mal auf den maximalen Wert verstärken. Wir bringen ein U-Boot nach vorne, das läuft hier ebenfalls in den Hafen ein. Ja, und wir haben jetzt auf diesem Wege drei amerikanische Marineeinheiten in australischen Häfen positioniert. Das sind alles Zehnerhäfen, und das bedeutet, wir können sie in der nächsten Runde auch auf die volle Stärke bringen. Dann hätten wir doch etwas mehr an Kampfkraft hinzugewonnen. Ja, und jetzt müssen wir unsere Verlegung der Spezialkräfte, der amerikanischen Spezialkräfte organisieren. Wir werden mal den Seeweg mit dem schweren Kreuzer scouten und ein wenig Hexfelder zählen. Also wenn sich hier der Marinebomber befindet, dann hat der mindestens eine Reichweite von 10, das ist die Standardreichweite. Und mit dem Langstreckenflugzeug hat er sogar eine Reichweite von 11. Also sollten wir uns in 12 Hexfeldern Entfernung aufhalten. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Das müsste also auch an dieser Stelle passen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf. Passt. Gut.
Dann ziehen wir mal den ersten Transporter hinterher. Wir setzen hier auch brav unsere Wegpunkte. Sehr schön und kommen wohlbehalten an. Bringen die nächsten Spezialkräfte auf einen Transporter. Setzen auch hier sauber Wegpunkte, dass wir durch die gescoutete Seestrecke hindurchfahren. Schließen uns hier unten hin an. Ja, das sieht gut aus. Und dann möchte ich tatsächlich noch einen Zerstörer und einen Flugzeugträger in die Region hinterherwerfen. Ja. Und der Flugzeugträger kommt ebenfalls hinterher. So, sehr schön. Ja, und das ist genau das Problem, was ich eben eingangs beschrieben habe. Die beiden Transporter stehen doch relativ ungeschützt mitten in der weiten Seefläche des Pazifiks und können natürlich aufgeklärt werden und sind für die Japaner einfach zu versenken. Also insofern setzen wir hier jetzt auf unser Glück, aber ich halte das alles in allem für ein tatsächlich kalkuliertes und kalkulierbares Risiko. Wir werden mit diesem Zerstörer unserer anrückenden Flotte etwas entgegenfahren, sodass wir mit dem Zerstörer dann in der nächsten Runde auch nochmal ein wenig Seeweg für die beiden Transporter scouten können. Das sieht auch gut aus. Sehr schön. Dann schauen wir uns nochmal die verbliebenen die verbliebenen Einheiten bei Hawaii an. Ein Zerstörer, ein Schlachtschiff und ein Flugzeugträger. Und das sind tatsächlich die drei Einheiten, die dann den Doolittle-Raid durchführen sollen. Ich möchte sie gerne nochmal voll auftanken. Was meine ich damit? Wir haben hier im Bereich dieser Häfen eine Versorgung von 12 und die Versorgungslage ist eben wichtig, ob eine Seeeinheit, eine Marineeinheit sich im Modus Kreuzen fortbewegen kann oder nicht. Wenn sie auf eine Versorgung von 5 heruntergefallen ist, dann ist der Modus Kreuzen nicht mehr möglich. Und ja, insofern ist natürlich ein An Auftanken der Versorgung auf 12 sehr ratsam, um eben möglichst lange im Modus Kreuzen unterwegs sein zu können. Und dem Flugzeugträger hinterher. So, sehr schön. Dann haben wir hier hinten noch das U-Boot, das bringen wir mal auf Vordermann, verstärken wir auf den Maximalwert von 1 mit 41 MPP Kosten. Gut, und dann haben wir noch 251 MPP mit den Amerikanern zur Verfügung. Und dort werden wir zunächst mal eine weitere Einheit kaufen, und zwar unseren ersten Marinebomber. Den werden wir mal in den Zulauf nehmen. Und wir können dann noch in eine Forschung investieren, und zwar in den Seekrieg. Das macht sicherlich auch eine ganze Menge Sinn. Gut, damit sind die Amerikaner herunter auf 9 MPP und die Australier auf 64 MPP und das dann sollte dann soweit passen. Sehr schön, damit haben wir dann letztendlich alle Bewegungen durchgeführt. Und wir werden dann den KI-Zug in der nächsten Folge auslösen. In diesem Sinne vielen Dank fürs Zuschauen, euer Papa Bär.